Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed Origins. So, wir haben hier eine Mission und da schauen wir doch mal. Drei Position gerettet. Schlange von Serapis. Ostrakon. Serapis. Was für eine Geschichte. Ich war noch nicht fertig mit Lesen. Serapis, Mann von Isis, Gott der Toten, der diesen Speer in den Nil getaucht hat, um ihn leicht und zielsicher zu machen. Serapis, der über einen sterbenden König wachte, der diesen Speer an der Kante der Nacht geschärft hat, auf dass er nie stumpf werde. Werkzeug, ich nehme dich, Schlange von Serapis, und weihe dich den Göttern. Achso. Ah, die Schlange von Serapis. Du kennst seine tragische Geschichte? Nicht die ganze. Oh, er war ein wahres Meisterwerk. Der Schaft, umwickelt mit wassergehärtetem Leder. Die Spitze, geschmiedet aus himmlischem Metall. Ich würde ihn gerne sehen. Unmöglich. Ich fertigte ihn für einen von Apollodoros Hauptmännern an, als ich in Sais lebte. Doch Sephetos Männer ermordeten ihn. Deshalb verließ ich die Stadt. Sephetu? Ja, Sephetu, der Feuerteufel, der mit Feuer und Furcht in Sais regiert. Einer seiner Stiefellecker stahl den Speer mit meinem Zeichen darauf. Unerhört. Kannst du ihn nicht zurückholen? Der Mann ist zu weit weg. Er ist auf einer von Sephetos Trieren auf dem Mariotsee. Ich hasse Tyrannen. Meine Reisen führen mich durchs ganze Land. Wenn ich ihn treffe, suche ich nach deinem Speer. Nichts wäre mir lieber, als von seinem Sturz zu hören. Wenn du es schaffst, gehört die Schlange von Serapis dir. Okay. Dann lass mal kurz gucken, wo es sein soll. Da hinten. Ja, gut. Wir haben auch schon wieder was auf Zeit. Ich glaube, man kann jeden Tag ihm die Sachen hier beschaffen. Okay, also jetzt werden wir zuerst mal den Speer holen. Da schicken wir gleich Seno einfach über den See, die findet dann schon das Richtige. Ja, wir besuchen Reda auch noch. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Schlange von Serapis. So. Da ist es. Aber okay, da haben wir zum Glück auch ein Boot. Da habe ich mich da. Hoppala. Habe ich mich da jetzt verguckt? Ne, da steht eins. Ich will nicht tauchen, ich will hier raus. Danke. Wir leihen uns das immer kurz. Da vorne haben wir es doch schon. Perfekt dann. So. Einfach. Latsch. Dieser Ort wird schwer bewacht. Siehst du schon etwas? Nein. Hier gibt's auch nichts zu sehen. Was? Shit. Bist du schon müde? Hey, noch ein gottverdammter Rebell! Zack. Was gefunden? Nichts. Hey Gott. Stirb, du Sack. Zack und tschüss. So. Dieser Speer ist wunderbar. Ganz klar das Werk dieses Meisterschmieds aus Zao. Die Schlange von Serapis ist wahrhaftig eine Waffe für die Götter.
Ja, aber er liegt doch jetzt noch da. Oder nicht? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier so Schönes? Na? Einmal den hier. Das hier ist die Schlange von Serapis. Okay, werden wir nicht mitnehmen, weil der einfach zu schlecht ist. Ah, da ist er auch noch unter Schiff. Latsch! Oh, war gar nicht unser. Unser Schiff ist weg. Es wird! Darf es ich mal? Es muss leider sein. Wir werden verfolgt. Erstmal. Die erstmal loswerden. So. Okay. Er ist weg. Ah, weg ist er. Stufe 10. Eigentlich wollte ich hier ja nicht hin, aber... Machen wir das auch mal eben. Eieiei. Königliche Babynahrung, aha. Vermutlich wird Kleopatra von einer Armee gestillt. Interessant. Dahin. Da hinten irgendwo. Dann gehen wir doch auch direkt da hinten runter. Okay, ich dachte, er schafft den Sprung. Ich dachte, der... Ja. Was wollen die schon groß machen? Michael, manchmal bist du ein bisschen lebensmüde, habe ich das Gefühl. Die Wachen sind überall. Bei Serapis. Hallo. Priester? Was macht ihr denn auf der Straße? Die Wachen fanden heraus, dass ich die Nahrung dem Volk zurückgab. Sie haben ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Priester des Lichts zu sein, ist ein düsterer Beruf in dieser dreckigen Stadt. Ich kann euch aus Alexandria bringen, wenn ihr wollt. Aber ich kann nicht ewig auf euch aufpassen. Ich verlange zu viel von dir, Magi. Es gibt einen kleinen Tempel nördlich von hier, der mich aufnimmt. Die Philakita überwachen die Straßen, Magi. Wir müssen zum Kanal. Dort sollten wir ein Boot nehmen. Ich spicke jeden mit Pfeilen, der sich uns in den Weg stellt. Seid wie Amun, Priester. Vielleicht können wir euch unbemerkt hinausbringen. Okay, dann müssen wir jetzt vorsichtig sein. Okay, er ist direkt, zum Glück läuft er auch, das heißt, er ist direkt hinter uns. Dann wollen wir mal gucken, wer es wagt, uns in den Weg zu treten. Einfach geradeaus durch, will ich mal sagen. Dann müssen wir schnell von der Hauptstraße hier runter, oder von der großen. Wo ist er? Da ist er. Okay. Oha. Ich glaube, hier oben lang ist besser. Amaxa, love nicht gar Gagisteos. Amelisum.
Das ist eine scheiß Idee. Beschützt den Kyrios! Schlachtet die rebellischen Hunde ab! Versteckt euch! Ich kümmere mich um diese Wachen! Ja, das nennt ihr Kämpfen? Greift mich an! Und wo schießt denn der? Ich sehe keinen. Da hinten. Boah, ist das scheiße, ey. Wir sind deine, verschafft nie mehr Zeit. Ich muss weiter. Boah. Komm weg hier. Einfach weiter. Boah, ich dachte, der wäre tot jetzt, aber. Vorsicht, Magi. Wir müssen vorsichtig sein, Magi. Also, hey, wir. Ihr könnt wieder rauskommen. Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Boah, jetzt reicht's aber. Sie müssen erfreut sein. Und der Geruch, der Gestank. Man gewöhnt sich dran. Tatsächlich? Nein. Ich dafür. Ihr wird den Göttern dienen, Priester, nicht den Teufel. Oha. Wir haben Wünsche, Bedürfnisse, aber die hat das sterbliche Volk doch auch, nicht wahr? Ich fürchte, diese Frage können andere besser beantworten. So, meine Güte. Amaxa Elavniska Gagisteos, Amelison. Was für eine. Ja. Natürlich musst du auch so weit weg. Wäre langweilig, wenn man einfach in einem durchgehen könnte, ne? Mhm. Aber nun gut, wir haben es ja überlebt, er hat es auch überlebt. Und ich hoffe, jetzt stellt sich uns nichts mehr in den Weg. Ja. Oh Mann, ey. Was ist denn jetzt schon wieder? Hier trennen sich unsere Wege, Magi. Ich bin nun kein Priester mehr. Lysander war mein Name. Es wäre schön, wieder Lysander zu werden. Dann gehe in Frieden. Lysander. Du auch, Magi. Bayek. Vielen Dank. Wo? Sind wir denn jetzt? Hier waren wir auch noch nicht, ja? Nee. Dann holen wir uns den hier. Boah, ich bin wieder komplett hier wollte ich überhaupt nicht hin, ja? Hier gibt's einfach so viel zu entdecken, ist einfach nur schön. Neuen Ort entdeckt. Isaion. Ist das schön, hier gibt es so viel zu entdecken. Oh, ach, halt die Klappe. Wir gehen mal ganz normal über die Brücke, die da unten ist. Da bist du ja.
Da bist du ja, Pferd. Oha. Lass mich hier nicht rein, ne? Halt! Bleib stehen! Oh. Okay, sie lassen uns so alt und nicht rein. Dann müssen wir heimlich rein. Oh meine Güte, was haben wir hier? Na, das könnte lustig werden. Diese Zone ist tabu. Zwei Schätze, Hauptmann, Kommandant. Okay, die haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Okay, vorsichtig müssen wir sein. Da ist einer. Na gut. Gerne runterschmeißen. Ich glaube, es geht nicht. Okay, der haut auch ab. Mal gucken, ob wir das hier schaffen, ohne dick zu werden. Das wäre natürlich genial. Hey, was? Okay. So. Tschüss. Das ist er auch nicht. Scheinbar müssen wir hinter da rein. Glück gehabt. Den habe ich irgendwie übersehen. Aber macht doch nichts. Und tschüss. Oh, der ist weg. Da ist irgendwer drin gestorben. Oha. Vorsicht, Bayek. Nicht so laut. Und tschüss.
Ja. Hey! Fuck. Was? Na komm her, dann können wir dich direkt um die Ecke bringen. Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Und tschüss. Das ging gerade noch mal gut. Da ist er. Da laufen hier viele rum. Das könnte interessant, hoppala, interessant werden, vor allem wenn die, dass noch keiner die Leichen gesehen hat. Der Schatten Ägyptens haben wir gerade freigeschaltet. Boah, hat noch geklappt. Okay. Es war aber knapp. Eieieiei. Okay. Da sind wir am Tor. Ja, da ist das. Wie kommen wir da hoch? Warte mal. Oha, das wird eine interessante Kletterei. Aber dazu würde ich hier gerne erst noch ein paar ausschalten. Okay, da unten ist keiner. Die trainieren, das ist doof. Vielleicht probiere ich doch da hochzukommen. Och, Bayek. Das war zu tief. Da wollte ich auch eigentlich nicht hinspringen, aber egal. Hier dürfte ja erstmal keiner sein. Irgendwann bringe ich uns hier wieder um, das. Ja. Was für ein Idiot. Was? Oh, shit, da kommt noch einer. Jetzt aufpassen hier. Da. Okay. Dann klettern wir mal. Oh nein. Oh. Okay. Ah ja. Das sollte ich mir ansehen. Das werden wir natürlich auch noch machen, aber erst, ich glaube, wir gehen einfach mal hoch. Da gucken wir einfach überall. Aber bis jetzt haben wir ja noch keinen Schatz gefunden.
Hier haben wir was, okay. Aha. Notiz eines Architektens. Nach Sostratos von Knidos, dem Architekten des Pharaos, sollen wir regelmäßig die hellen Steine inspizieren, die mit geschmolzenem Blei verstärkt sind. Sie schützen die Wände vor den hereinbrechenden Wellen. Ein Jagdbogen. Interessant. Auch interessant, dass einem hier keiner entgegenkommt. Bayek, du sollst... Genau, durch das Fenster. Und hier oben bitte wieder rein. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt ist hier nichts. Das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Wo komme ich höher? Ah, da ist eine Treppe. Okay. Eigentlich wollte ich ja nur den Aussichtspunkt. Okay, so komme ich nicht weiter, also klettern wir wieder. Das schafft er nicht. Gut, dann gehen wir hier hoch. Alter, irgendwie müssen wir ja auch wieder reinkommen. Da war ja noch was. Müssen wir mal vielleicht... Ah ja, hier oben kommen wir wieder rein. So. Hier ist der... Ah, oh, der zweite Schatz ist da... Da ist er. Jawohl, wir haben alles. Perfekt. Dann müssen wir gleich nur noch den einen rächen. Sehr, sehr schön. Wir müssen eh hier runter. Und der da hinten ist der gestorben. Und der Pferd steht da unten, okay. Schön, bleib schön. Und tschüss. Okay. Dann gucken wir jetzt noch schnell, dass wir die Schuldigen finden. Und dann wäre das doch ein erfolgreicher Part, oder? Wow. Okay, hier wollte ich nicht rein. Passen wir natürlich nicht durch. Wow. Herr. Du da! Halt! Hey! Ich schlitze dich auf! Oh. Was willst du denn, Kollege?
Schwarz, stirb! Zack, einmal von hinten in den Rücken und tschüss. Halt, bleib stehen. Ach, Dachel. Bastard. Ach komm, geh weg. Und tschüss. So, Quest abgeschlossen. Wer schießt denn da jetzt noch? So, gut, Freunde, dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir gucken mal schnell, dass wir den Schatz finden. Da ist er. Boah, den hätten wir auch so finden können. Und dann würde ich mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hier weitermachen. Ich sage es mal, bis dann. Und... Ciao.